Das geheimnisvolle Buch der 100 Märchen und Geschichten. Es war einmal in einem kleinen Dorf ein junger Mann namens Hauke. Hauke war ein freundlicher und neugieriger Mensch, der eines Tages bei einem Spaziergang im Wald auf ein altes, verstaubtes Buch stieß. Es war dick und mit einem geheimnisvollen Schloss verschlossen. Fasziniert von dem mysteriösen Fund, entschied sich Hauke, das Buch mit nach Hause zu nehmen und es zu öffnen. Als Hauke das verrostete Schloss des alten Buches mit einem geheimnisvollen Klicken öffnete, wurde er von einem Hauch uralter Magie umhüllt. Das Knarren der alten Scharniere vermischte sich mit einem leisen Flüstern, das aus den Seiten des Buches zu kommen schien. Als er die erste Seite aufschlug, entfaltete sich vor seinen Augen eine schier endlose Welt voller Wunder und Geheimnisse. Das Buch barg nicht nur 100 magische Märchen und Geschichten, sondern es schien eine unerschöpfliche Quelle der Fantasie zu sein. Die Seiten waren gefüllt mit lebendigen Bildern, die sich in den Köpfen der Leser entfalteten, als würden die Geschichten direkt aus einer anderen Dimension stammen. Doch das wirkliche Wunder offenbarte sich, als Hauke begann, eine der Geschichten vorzulesen. Sobald seine Stimme die letzten Worte eines Märchens verklingen ließ, schien sich die Magie des Buches zu regen. Leere Seiten wurden erneut zu einem lebendigen Tableau und eine neue Geschichte entstand wie aus dem Nichts. Es war, als ob die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen und das Buch selbst atmete mit einer zeitlosen Energie. Jede Geschichte war ein Tor zu einer neuen Welt und das Buch schien unersättlich nach den unentdeckten Träumen und Abenteuern zu dürsten, die in den Tiefen seiner Seiten verborgen waren. Hauke konnte die Faszination und das Staunen in seinen eigenen Augen sehen, während er Seite für Seite in diese verzauberte Welt eintauchte, die sich in seinen Händen entfaltete. Haukes Herz schlug vor Freude und Begeisterung, als er den Entschluss fasste, die schier endlose Welt der Geschichten mit den Menschen in seinem Dorf zu teilen. Mit einem festen Entschluss, das Dorf in den Zauber seiner Entdeckungen einzubeziehen, begann Hauke jeden Abend auf dem malerischen Marktplatz vor den versammelten Bewohnern vorzulesen. Die Kulisse des Marktplatzes verwandelte sich in einen Ort der Magie, wenn die Sonne langsam am Horizont verschwand und die ersten Sterne am Himmel aufleuchteten. Die Bewohner strömten neugierig herbei, um sich auf den alten Steinen niederzulassen und gespannt den Geschichten von Hauke zu lauschen. Die Atmosphäre war erfüllt von einem Hauch der Fantasie, während die Worte des jungen Mannes die Luft erfüllten. Bald schon wurde das Dorf als das Dorf der Geschichten bekannt und die Bewohner trugen den Titel Neugierhausener mit Stolz. Der Marktplatz, der einst ein Ort des geschäftigen Handels war, wurde nun zu einem Zentrum der kreativen Entfaltung und gemeinsamen Freude. Die Menschen schätzten nicht nur die Geschichten selbst, sondern auch die Gemeinschaft, die durch das Erzählen und Zuhören entstand. Jeder Abend wurde zu einem Fest der Vorstellungskraft, bei dem die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwammen. Hauke hatte es geschafft, Neugierhausen mit einem Zauber zu erfüllen, der nicht nur in den Geschichten, sondern auch in den Herzen der Bewohner lebendig wurde. Unter den gebannt lauschenden Zuhörern befand sich auch die bezaubernde Renate. Mit langen, braunen, gewellten Haaren, die wie fließende Schokolade ihren Rücken umrahmten, verlieh sie dem Marktplatz eine zusätzliche Portion Anmut. Die Sonnenstrahlen, die durch das Blätterdach der umliegenden Bäume fielen, schienen sich in ihren Haaren zu verlieren und hinterließen einen sanften Glanz. Renates Augen waren wahrhaftig Juwelen der Liebe.
in einem leuchtenden Farbenspiel zwischen Bernstein, einem leichten Grün und einem Hauch von Blau erzählten sie Geschichten von Wärme und Verständnis. Bei jedem Lächeln, das ihre vollen Lippen zierte, schien ein Strahlen in ihren Augen zu erwachen, das die Herzen der Zuhörer erwärmte. Hauke konnte sich nicht satt sehen an der zauberhaften Kombination aus langen, gewellten Haaren und den funkelnden Augen, die stets voller Liebe zu sein schienen. Immer wenn Hauke in Renates Richtung blickte, verlor er sich für einen Moment in der Magie ihrer Anwesenheit. Ihr begeistertes Gesicht, von einer natürlichen Eleganz geprägt, spiegelte die Intensität ihrer Emotionen wider und verstärkte die Magie der Geschichten. Renate war nicht nur eine Zuhörerin, sondern ein lebendiger Teil der Geschichten, die Hauke erzählte. Und ihre Anwesenheit trug dazu bei, dass jeder Abend auf dem Marktplatz zu einem unvergesslichen Ereignis wurde. Mit Hingabe und Leidenschaft entführte Hauke die Bewohner von Neugierhausen in seine fantastischen Welten. Seine Erzählungen von tapferen Helden, die sich mutig ihren Herausforderungen stellten, verzauberten die Zuhörer. Die beschriebenen verzauberten Wälder schienen lebendig zu werden und die magischen Kreaturen erwachten in den Köpfen der Dorfbewohner zu neuem Leben. Die Geschichten fesselten die Gemeinschaft und ein Hauch von Abenteuer lag in der Luft. Jeder Abend auf dem Marktplatz wurde zu einer Reise durch die Fantasie, bei der die Menschen sehnsüchtig auf den nächsten Auftritt von Hauke warteten. Die Vorfreude auf die neuen Geschichten wuchs mit jeder Erzählung und das Dorf blühte förmlich auf. Die Menschen waren nicht nur glücklich, sondern sie wurden auch zu Teilnehmern in einer magischen Reise der Vorstellungskraft, die ihre Gemeinschaft enger miteinander verband. Nachdem Hauke 99 Geschichten mitreißend zum Leben erweckt hatte, spürte er eine elektrisierende Aufregung in der Luft. Das gesamte Dorf war erfüllt von Vorfreude und gespannter Erwartung auf die 100. Geschichte. Selbst die Luft schien vor Spannung zu vibrieren. Renate, die bezaubernde Zuhörerin, konnte vor Aufregung kaum stillsitzen. In ihren großen Augen spiegelte sich eine strahlende Freude wider, die die magische Atmosphäre des Moments noch verstärkte. Die Stimmung war gespannt wie ein Bogen eines Musikers vor dem großen Finale. Und alle Herzen in Neugierhausen schlugen im Einklang mit dem Puls der Vorfreude auf das unvergessliche Jubiläum. An diesem besonderen Abend, als der Himmel von goldenem Sonnenuntergang in ein tiefes Blau überging, begann Hauke eine Geschichte zu weben, die die Herzen aller Zuhörer berührte. Er erzählte von einer fernen Welt, in der Schnecken zu sanften Boten des Glücks wurden. In einem zauberhaften Schloss lebte eine Prinzessin, die mit den Schnecken kommunizierte und ihre Weisheit schätzte. Doch das friedliche Reich wurde bedroht von fiesen Hexen, die mit dunklen Zauberkräften Unheil über das Land brachten. In dieser Geschichte spielten flauschige Katzen eine besondere Rolle. Sie waren die Beschützer des Schlosses und standen treu an der Seite der Prinzessin. Gemeinsam mit den Schnecken versuchten sie, das Böse zu vertreiben. Die Hexen schreckten jedoch vor nichts zurück und verzauberten die Natur, um das Königreich in Dunkelheit zu hüllen. Hauke erzählte von den tapferen Abenteuern der Prinzessin, die sich aufmachte, das Licht zurückzubringen. Die Katzen begleiteten sie mutig, während die Schnecken mit ihrer sanften Magie die Spuren der Hexen neutralisierten. Die Geschichte war gespickt mit Hindernissen, magischen Wendungen und Momenten tiefer Freundschaft. Doch am Ende triumphierte die Liebe. Die Prinzessin fand Unterstützung in unerwarteten Freundschaften und die flauschigen Katzen setzten ihre Kräfte ein, um die Hexen zu vertreiben. Die Schnecken kehrten die Dunkelheit in ein schillerndes Licht um. Als Hauke den letzten Satz dieser märchenhaften Erzählung aussprach, brach im Dorf Neugierhausen Jubel aus. Die Bewohner waren tief gerührt von der Kraft der Geschichten, die Liebe und Freundschaft feierten.
dankbar für die wunderbaren Abenteuer, die Hauke mit ihnen geteilt hatte, erlebten sie diesen besonderen Abend als einen Moment der Verbundenheit und Magie. Die Abenddämmerung legte einen warmen goldenen Schleier über den Marktplatz von Neugierhausen, als Renate vor die Menge trat. Ihr langes, gewelltes Haar schimmerte im sanften Licht, während ihre Augen zwischen Bernstein, einem leichten Grün und einem Hauch von Blau in der magischen Atmosphäre funkelten. Ein zartes Lächeln zierte ihre Lippen, als sie Hauke mit einem federleichten Schritt näher kam. Die Stille auf dem Marktplatz wurde von einem leichten Windhauch begleitet, der die Vorfreude auf den Gesichtern der Dorfbewohner spürbar machte. Mit einem tiefen Atemzug öffnete Renate ihren Mund, um ihre Worte in die Abendluft zu hauchen. »Du hast unserem Dorf so viel Freude und Magie geschenkt, Hauke«, sagte sie mit einer Stimme, die voller Dankbarkeit und Bewunderung war. Ihr Lächeln strahlte wie das Licht des aufgehenden Mondes und ihre Augen spiegelten die Emotionen der gesamten Gemeinschaft wider. »Du bist der Held unserer Geschichten«, fügte sie liebevoll hinzu, und ihre Worte schwebten wie ein zarter Gesang über den Platz. Die Bewohner von Neugierhausen, ergriffen von Renates warmen Worten, brachen in Applaus aus. Hauke konnte in ihren Gesichtern die tiefe Verbindung zu den Geschichten spüren, die er mit ihnen geteilt hatte. Die Anerkennung in Renates Worten verlieh dem Moment eine besondere Magie, die die Bedeutung der gemeinsamen Erlebnisse auf dem Marktplatz unterstrich. Der Applaus hallte durch die Straßen von Neugierhausen, und Hauke fühlte sich in diesem Augenblick nicht nur als Geschichtenerzähler, sondern als Hüter einer kostbaren Tradition und als Freund einer magischen Gemeinschaft. Als der Applaus verebbte und Hauke Renate mit einem liebevollen Blick ansah, spürte er den Zauber des Augenblicks. Ein leichter Windhauch trug eine Strähne von Renates Haar über ihr Gesicht. Hauke, von einer spontanen Zärtlichkeit ergriffen, hob sanft seine Hand und strich die lose Strähne behutsam hinter Renates Ohr. Sein Lächeln vertiefte sich und er sagte leise: »Eigentlich bist du diejenige, die hier wahre Magie verbreitet.« Die Worte schwebten in der Abendluft, durchdrungen von einer aufrichtigen Anerkennung. Renates Augen leuchteten in einem besonderen Glanz auf, während die Dorfbewohner die zarten Gesten zwischen den beiden mit einem leisen Lächeln registrierten. Der Marktplatz von Neugierhausen schien für einen Moment stillzustehen, eingehüllt in die Magie der Geschichten und der Gefühle, die zwischen Hauke und Renate in diesem zauberhaften Augenblick mitschwangen. Von diesem Tag an wurde Hauke in Neugierhausen als der Hüter der 100 Märchen und Geschichten verehrt. Die Menschen schätzten die Magie der Geschichten und erinnerten sich immer daran, dass ihre Gemeinschaft durch die Worte eines jungen Mannes verbunden wurde, der ein magisches Buch und eine grenzenlose Vorstellungskraft entdeckt hatte. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.